Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier unterwegs mit Steiner und seinem Sack voll Schweißgurken. Keine Ahnung, wo Lilly gerade ist, aber Steiner sucht gerade ein Plätzchen, wo er ungestört sein kann. Wahrscheinlich will er ein paar Schweißgurken verdrücken und will die anderen Leute nicht vertreiben. Aber mal schauen. Da oben wäre zum Beispiel auch eine Kiste. Würde ich liebend gerne holen. Mit dem Gebäck kommt selbst ein Steiner nicht drauf. Gut, das klappt dann nicht. Lass mich mal vorbei, Bursche. Danke. Hallo? Uff, irgendwas stimmt mit dieser Welt nicht. Ich höre Gerüchte über irgendwelche Gespenster und überhaupt, warum wurde der Süden dort zerstört? Welcher Depp war denn das, bitteschön? Na, Herr Nasenbär, was ist mit dir? Dieses kleine Tor hier ist eine einzige Fehlkonstruktion. Wozu gibt es diesen Weg überhaupt? Er will schon runter bis zum Nebel kommen, um von Monstern gefressen zu werden. Wozu soll man es also noch reparieren? Ne? Aber so denken alle. Und deswegen wird das Tor hier nur von außen sauber gehalten. Außen hui, innen pfui. Dann war es also dein Verdienst, dass wir nicht durch dieses Tor können, Kerl. Zersäbeln, nochmal Gnade vor Recht. Ach, was soll's. Schon allein zum Schutze der Prinzessin ist es meine Pflicht, eines Ritters Ruhe zu bewahren. So ein Arsch, so ein dreckiger Depper der Zitane, ich, das ist wirklich... Oh, hier ist auch nichts. Weißbar. Ehrlich aussehender junger Mann. 12 Hämmer, 23 Meißel und dann noch, ja, ihr sucht wohl Arbeit. So ist es, ja. Na dann, herzlich willkommen. Ich bin auch erst vor 5 Monaten hierher gekommen. Hier am Bordentor bin ich der aufsichtshabende Mechaniker, aber außer mir gibt es eh nur noch einen Mechaniker. Ja, der da drüben am Tor, ne, und so. Mein Vertrag geht auch nur ein halbes Jahr. Nächsten Monat bin ich wieder im Schloss, Gott sei Dank. Dann werde ich an einem Prototyp eines Luftschiffs mitarbeiten, das ohne Nebelantrieb fliegt. Oh yeah. Die Welt außerhalb unseres Kontinents ist ja noch weitgehend unerforscht. Und eine Erforschung mit normalen Schiffen zu Wasser wäre zu riskant. Allein die Viecher, was dort herumschwimmen, ganz, ganz schlimm. Jedenfalls, der Großherzog ist wahrscheinlich ein Genie. Nicht nur wahrscheinlich, sondern sogar wahrlich ein Genie. Oh ja, ja. Er hat als erster erkannt, dass die Zukunft in den Luftschiffen liegt. Jo, aber verzeiht. Jetzt habe ich euch mit meinem langweiligen Geschwätz aufgehalten. Ja, ja. Nun, es gibt etwas, was ihr wissen solltet. Wie bitte? Das Tor zum Nebel ist immer noch defekt? Der glaubt wohl, er könne mich für dumm verkaufen, weil ich noch so jung bin. Bitte entschuldigt mich. Gut, jetzt nur noch dieses junge Fräulein dort. Das ist bestimmt, wie ist die Marie, ne? Aus Mary, genau, Aushilfe Mary. Ich weiß bloß nicht, was mache ich bloß, jetzt wo sein Geschäft bankrott ist. Ich habe das ja gar nicht mitgekriegt, weil ich auf der anderen Seite des Berges war. Aufmuntern mit dem Dienst? Na, aufmuntern. Es hilft nichts, Sachen nachzutrauern, die schon geschehen und nicht mehr rückgängig zu machen sind. Aber was ich sagen möchte ist, dass, also wenn ihr schon einmal hier seid, dann solltet ihr nicht nur zuschauen, sondern auch zur Tat schreiten. Stimmt. Ja, ich habe... Also, ihr habt ganz recht. Ich weiß gar nicht, warum ich so niedergeschlagen war. Hey, Chefchen. Oh, und übrigens, vielen Dank. Chefchen, Chefchen, warte mal. Jetzt ist die Luft rein. Zu kurz, kleine Wache. Hey, du, stehen geblieben. Fuck, jetzt haben sie uns. Komm mal hier rüber. Gehört zu den Vorschriften.
La la lila, la la lila. Ja. Halt. Mach ja keine Bewegung, bis ich dir ein Zeichen gebe. Jetzt drehe dich ganz langsam zu mir um und komm ja nicht auf dumme Gedanken. Puh. Hör zu. Um zum Gipfel jenseits des Südentors zu gelangen, benötigst du einen Passierschein. Ich lasse ihn genau hier liegen und wenn ich verschwunden bin, kannst du ihn dir holen. Es ist deine Schuld, verstanden, nicht meine. Du schleppst schließlich dieses stinkende Zeugs mit dir rum. Ja. Das ist ja nett. Passierschein erhalten. Boah, das ist aber nett. Was ist mit der Wache los? Naja, vielleicht hat sie zu warm gebadet oder so. So. Look, look. Look, look. Zack. Look, 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 look. Absolut lächerlich. Du meinst also, damit wird alles gut und die Welt dreht sich in Frieden weiter? Steiner, kann ich rauskommen? Jawohl. Gut, dann geht bitte, also dann geht bitte Acht, dass keiner kommt, ja? Jawohl. Raschel, raschel. Raschel, raschel, raschel. Puh, boah, endlich wieder frische Luft. Aber dieser Gestank hätte mich beinahe umgebracht. Er hält noch Wache, dann ziehe ich mich geschwind um. Ja, der Satzgewand mit? Wo war das bitte die ganze Zeit versteckt? Wahrscheinlich mit ihnen da. Was? Dann bleibe ich hier stehen. Jawohl, natürlich bleibt er hier stehen. Scheiße, jetzt hätte ich keinen drüberlaufen. Dann hätte sie mich gekreischt. Steiner, ich bin soweit. Seid ihr wohl auf? Also, seid ihr wohl auf, Prinzessin. Steiner! Wie war? Oh, ja, ich meinte selbstverständlich Fräulein Lili. Bis wir das Südentor hier passiert haben und Trenor erreichen, müsst ihr mich so rufen. Und salutieren ist ab jetzt auch verboten. Sehr wohl. Ich werde darauf achten, bis wir in Trenor angelangt sind und einen Weg gefunden haben, ins Schloss zurückzukehren. Dann lasst uns aufbrechen. Ups, mein Finger aus Versehen auf die Taste gekommen. Oh, Mist. Ja, wirklich, oh. Oh. Oh, ja, je. Damit kommen wir zum Berggipfel, nicht wahr? Hinter diesem Berg liegt Alexandria, nicht wahr? Ich habe es auch ohne Zitane bis hierher geschafft. Ho, 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 ho. Am besten ihr vergesst diesen nichtsnutzigen Kerl gleich wieder. Wenn ich das nur könnte. La, la. Seid ihr vielleicht etwas, was? Wollt ihr etwas kaufen wahrscheinlich? Schaut euch nur um. Was hast du denn? Kaufen. Oha, ja, ja. Selbstverfreilich. Da kann ich gleich mal rauffahren. Mit, ja, die nächsten 50 sind sicher mal fällig. Phönixfeder nehme ich auch eine mit. Echokraut nehme auch eins mit. Goldnadel. Wären vielleicht 4 nicht schlecht. Antitod nehmen wir 2 mit. Augentropfen nehmen wir auch eine mit. Und Zelt nehmen wir auch eins mit. Passt. Ist gut. Können wir eigentlich... Seid gegrüßt. Lieber nicht zurück. Aha, okay, dann ist das für später. Die Kiste ist später dann zu holen. Alles klärchen. Hallo. Das Südentor ist ein gigantisches Tor. Immerhin nimmt es einen ganzen Berg ein. Hojojo. Falls ihr euren jetzigen Standort wissen möchtet, schaut einfach auf das Schild dort. Das da? Okay, gleich. Zuerst hole ich mir diese Kiste. Potion. Hallo, Herr Mogri. Oder Frau Mogri. Grimo. Mognet. Ein Briefkubo. Übergebt diesen Brief an Natsuna, bitte. Aber gerne. Danke, Kubo. Dann tun wir einmal speichern. Jo, bitte. Und schon sind wir fertig. Jip, jip.
Lalala. Nix da. Für die. Huch, ich steck fest. Ah, ja, ja. Also, hier wollten wir schauen. Wir sind Steiner, Fräulein Lilly. Also, wir haben das Bordentor passiert. Da unten, seht ihr? Ja. Befinden uns nun auf der lindblumischen Seite der Bordenstation. Ja. Das Südentor fällt zwar noch unter Lindblums Territorium, aber haben wir erst einmal die Arbus-Bergkette hinter uns, befinden wir uns wieder im Königreich Alexandria. Jo. Hier ist unser Ziel, das Treno-Tor. Dieser Weg bringt uns in die Stadt der adeligen Treno. Alles klar, Steiner. Steht da was? Oh, ach so. Ich dachte nur, da steht vielleicht was, aber das war eine Wand. Eine Mauer. Jawohl. Wollt ihr mit der Bergmeer fahren? Jep. Mhm. So ist es. Euer Passierschein bitte. Bitteschön. Dankeschön. Heute ist wenig Betrieb. Ich könnte die Abfahrtszeit flexibel gestalten. Na, dann bitte sofort los. Dann bitte einsteigen. Wir werden in Kürze abfahren. Alles klar. Lalila. Bam, bam, bam. Ja? Heute ist wenig los. Bitte setzt euch, wo es euch beliebt. Alles klar. Wohin denn eigentlich? Ich denke, hier ist gut. Lasst uns hier hinsitzen, Steiner. Wir werden in Kürze abfahren. Noch ein wenig Geduld, bitte. Oh, Türchen geschlossen. Ausschließlich mit. Halt! Noch nicht abfahren, bitte! Puh, gerade noch erwischt den Ding. Ja, genau. Oh, vielen Dank nochmal. Ich hab zu danken. Hm? Komischer Kauz. Alles festhalten, der Zug fährt ab. Jawohl. Irgendwie fühle ich mich erleichtert. Das ist nur verständlich. Es war in der Tat keine einfache Reise von Lindblum bis hierher. Aber euer gekonnter Umgang mit der Weißmagie, euer standhaftes Verhalten gegenüber diesem vorlauten Mogli im Wald der Schokobos. Was? Der bezeichnet Lilly als hässlich? Okay. Und euer grandiose Strategie mit den Schweißguten. Die Handlungsweise der Prinzessin ist geradezu ehrfurchtgebietend und famos. Steiner, ihr sollt mich doch nicht so nennen. Oh, bitte, verzeiht vielmals. Die macht der Gewohnheit und so, ne? Und Witter und das, ne? Schon gut. Bei mir hat es auch etwas länger gedauert, nachdem mich Zidane auf meine Sprachweise hingewiesen hat. Boah, ey, dieser Kerl. War die Frechheit in Person. Selbstsüchtig und trotzköpfig. Nun ja, zugegebenermaßen war er ein Mann der Tat. Aber dieses undistanzierte Verhalten euch gegenüber, der Prinzessin gegenüber, Fräulein Lilly natürlich, ist unverzeihlich. Seine Abwesenheit kann uns nur von Vorteil sein. Naja, da bin ich mir nicht so sicher. Kannst du aufstehen, mein Bester? Boah, mir tut die Haxen so weh, ich kann nicht. Und mein Kreuz ist so hin, weil mir der eine da erwischt hat. Echt, das ist... Mit mir geht's zu Ende und Männerschnupfen habe ich auch noch. Es ist ganz, ganz schlimm, Freya, echt wirklich. Aber wichtig ist, kümmert euch nicht um mich. Rettet Bumerkia, rettet unser Königreich Burmekia. Hatschi! Oh nein, jetzt ist ein Männerschnupfen gestorben. Wer war das? Wer hat es gewagt, Bumerkia zu überfallen? Diese Schweine, ich mach sie fertig. Weil ich bin Freya, eine Drachenretterin. Jawohl. Und Rotmagierin obendrein. Bam. 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 Und wir tun wieder ein kleines bisschen erkünden. Ah ja. Ein kleines bisschen nur. Huch.
Mal schauen, ob Quina wieder leckere, leckere Gegner zum Verspeisen bekommt. Na komm da her. Skeleton hatten wir schon zum Frühstück, ne? Das heißt, dann können wir umklatschen. Das ist ja auch nicht schlecht. Da fällt nämlich gerade ein, ich muss das Inventar noch schnell überprüfen. Und zwar, wir haben ja Gletscherstock etc. haben wir bekommen. Das passt jetzt ja ganz super für unser kleines Vivi. Das habe ich total vergessen. Entschuldigung. Bravo, bravo. Yeah. Jawohl. Gil und Potion bekommen. Perfekto. Also, wir müssen ganz mal schnell ins Inventar. Und zwar anlegen Vivi-Line. Anlegen. Einmal den Gletscherstock. Wunderbar, er kann zwei Sachen lernen. Einmal das Eisrad, das ist schon eine stärkere Eisattacke. Und einmal Gemach, perfekt. Federhut können wir in dem auch schon... Ja, den Filzhut kann er mit Gemach, lernt er schneller, das ist perfekt. Kristall am Reif ist leider nichts. Huch, hier. Seidenhemd, es wird... Ah doch, der Bronzeharnisch. Wunderbar, lernt er Götterspeise. Das Kristallschild ist leider auch schon... Streng gesehen könnte ich ihn zum Ablegen bewegen. Nanu? Jetzt. Ablegen, das einmal bitte. Weil, ich weiß, das würde ihn zwar schützen, aber vielleicht kann jemand anderes das gebrauchen. Bei Zitane, wie schaut's aus? Hier muss er noch ein bisschen Augen auf. Beim Kristall am Reif geht ja auch nichts. Nein, Rosehanisch geht auch nichts. Gemeinstiefel braucht er auch noch. Okay, wie schaut's aus mit der lieben Freya? Der Jagdspeer ist auch noch das hier. Okay, das sind wir fertig. Zauberküssers haben wir nix und Gemeinstiefeln braucht sie auch noch. Später kann sie das Kristallschild haben für Haut und Lukas. Okay, wie schaut's mit dem lieben Quina aus? Da haben wir Gabel, ja, das braucht er noch, das braucht er noch. Lederarmreif ist alt. Okay, Kristall am Reif hilft ihm auch nicht viel, können wir aber trotzdem geben für mehr Schutz. Die Lederweste, Seidendings, Baumwollkleid, okay. Ja, können wir ihm eigentlich das Seidenhemd geben für ein bisschen besseren Schutz. Halstuch braucht er noch und später dann, oder können wir ihm eigentlich gleich den Kristallschild geben. Dann ist Haut den Lukas stärker. Also schneller lernt. Das werden wir kurz tauschen. Mit purer Absicht, weil ich glaube, Haut den Lukas, ja. Mit Federhut kombiniert und dann können wir ihm schon wieder was anderes geben. Naja, ist nicht muss. Ist wurscht. Passt schon so. Dann natürlich die Abilities. Für unseren lieben kleinen süßen Vivi, kannst du denn irgendwas Neues anlegen? Oh ja, die Götterspeise. Was konnte die denn nochmal schnell? Verhindert Stein und Gips. Wunderprächtig. Was konnte schnell Weihrauch? Fügt Untoten immensen Schaden zu. Das nehmen wir trotzdem mit. Hau den Lukas. Ja, stimmt. Wenn schon, klaut auch Gil. Genau. Holzauge. Was war das? Verhindert Hinterhalte. Ja, okay. Ist eigentlich wurscht. Ist jetzt nicht so wichtig. Es werde Licht verhindert blind. Alles klar. Die Götterspeise haben wir auch. Stein und Gips. Lupin erhöht wahrscheinlich beim Klauen. Jawohl. Das passt auch. Ui, Haarkarament. HB plus 10. Das wäre arg eine schlechte Sache. Ja, HB plus 10. Na, logisch. Bodyguard. Beschützt, opfert sich selbst und beschützt einen Verbündeten. Ja, das wäre auch nicht so schlecht. Es wird Licht bringt, jawohl. Aber momentan, ich möchte gerne das Level Up hier behalten. Freya kann ruhig Level 2000 sein, wenn es möglich wäre. Im Vergleich zu den anderen, weil wir können sie ja nicht immer mithaben. Ne? Sobald Lilly wieder verfügbar ist, wird sie wahrscheinlich wieder da sein. Statt Freya und so weiter kann sie ruhig mit die Levels vorsprinten, das ist kein Problem. Unser lieber Quina, was ist mit dir? Hau den Lukas. War jetzt, ja, das kann die Waffe noch nicht, genau. Aber ist ja wurscht, immerhin gibt es nichts anderes, dann lernst du halt trotzdem. Perfekt.
Bam, bam, bam. Was haben wir hier Schönes? Ah, das ist... Okay. Keine Chance. Das Sandwirbel ist zu stark. Bam, 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 bam. Und da haben wir es schon. Bumerkia. Aber vorher noch ein kleines bisschen umschauen wäre nicht schlecht. Ich reite mit Absicht nicht auf Schoko, weil wir brauchen die Level-Ups. Oh, dich werden wir fressen. Du schaust so saftig aus, vor allem die Schenkel schauen köstlichst aus. Und da probieren wir gleich mal aus, das Eisraum. Schenk frecht jetzt. Schauen wir mal. Ha, ja! Tatsächlich, 1197. Ups. Vivi, schäm dich, das war zu stark. War nur mal ein Test, aber ja. Hier haben wir auch noch ein Fragezeichen, also ein Tor. Da gehen wir mal rein. Wo führt es uns denn hin? Der Wind hat es mir verraten. Der Geruch von Verbranntem und der Geruch von Blut. Hinter diesen Mauern spüre ich den Rausch eines Triumphes, gerade frisch vom Krieg heimgekehrter Soldaten. Hm, hier riecht es komisch, Mampf. Das verheißt nichts Gutes, Mampf. Aber die Blumen riechen gut, Mampf. Hm. Aus seinem natürlichen Verhalten kann uns eins noch Lehre ziehen. Da wäre ich mir aber nicht so sicher. Ob man von dem noch was lernen kann. Wäre ich zu meinen Gefühlen so ehrlich wie der werte Quiener, dann täte ich jetzt sicher. Naja. Zitane, diese Blume, sie schmeckt ausgezeichnet, Mampf. Siehste. Nein, nein, der Schein trügt sicherlich. Uns läuft die Zeit davon. Lasst uns gehen. Bumerkia ist nicht mehr weit. Da hat sie recht. Aber vorher Kiste Nummer 1 und Kiste Nummer 2. Einmal. Ein Zelt. Subi. Und was haben wir da? Na komm. High Potion. Wunderbar. Ist hier noch irgendwie jemandem was zu quatschen? Nein. Und wir werden auch gleich wieder sprinten. Das ist schlecht. Das heißt, Alexandria hat tatsächlich... Ja, hat tatsächlich Scheiße gebaut, sozusagen. Komm, einmal ist noch der Gegner. Na los, ich will den fressen. Ist jetzt echt blöd, dass ich den so... Ja, wunderbar, da ist er. Der Skeleton kann gleich mal Bibi verjausnen. Verjausnen ist falsch. Gleich mal besiegen mit deinem Eisrahm, mein lieber Willi. Willi. Vivi, Alter. Willi, genau. Ich bin auch so ein Willi. So, der Ex-Mensch wird gleich mal ein bisschen gepiekst. Es ist die Frage, ob Quina stark genug ist für den Kerl oder ob die gute Freya auch noch mithelfen soll. Ich muss probieren. Es könnte schon zu viel sein. Aha. Okay, das war alles nur nicht zu viel. Und das war. Wahrscheinlich muss es schwächer werden. Wow, Vivi, das war echt nicht schlecht. Und? Muss schwächer werden, verflixt. Dann probieren wir es halt nochmal. Puh, das könnte jetzt echt schon zu viel sein. Okay, puh, Glück gehabt. Einmal noch futtern, bitte. Nur schauen, ob er neue Fähigkeiten hat für uns. Und? Ungenießbar. Wunderbar, die Fähigkeit hatten wir schon. Bravo. Wieder Zeit verschwendet. Das Skeleton ist nämlich auch ungenießbar. Was ich überhaupt nicht verstehe, sind doch leckere Suppenknochen, oder? So, und dann gehen wir rein. Nach... Oder sollen wir den Part hier noch... Weißt was? Wir machen das im nächsten Part. Das passt besser. Wir gehen ein bisschen trainieren noch. Training. 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 Training.
Dann können wir nämlich Zitane neu ausrüsten und auch unsere lieben Teammitglieder. Wenn das so klappt, weil es sind eh nur mal 5 Minuten, bis der Part zu Ende ist. Ich glaube, das können wir so gut investieren. Und wir brauchen sie. Ein Geist. Den könnten wir auch verfuttern. Ich glaube, das schaut aus wie ein Geist. Vielleicht ein Yeti-Geist. Ja, Vivi. Gut, das bin ich nur normal angegangen. Yeti-Fresse. Ha, tatsächlich, ja. Stibitzen. Und verfehlt. Echt? Eisrack haben wir kaufen schon. Aber ist nicht stark. Wie war es mit Feuer? Hier tun wir Stibitzen. Ja, das geht. Oh, oh, das könnte schon zu viel sein. Langsam. So, mein lieber Quina. Feuer ausnehmen. Bitte. Ungenießbar. Okay. Passt. Bravo, bravo, bravo. Sehr gut. Aha. Yeah, Augen auf. Das haben wir schon einmal geschafft. Super. Potion und Gil. Wie schaut es denn jetzt aus? Sind sie jetzt immer noch... Ja. Das heißt, wir brauchen zweimal Augentröpfchen. Da. Einmal und zweimal. Perfekt. Da gehört doch mal geordnet, sehe ich gerade. Bitte. Ja, das schaut schon besser aus. Bam, 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 bam. Dam, di, dam, da, dam, di, dam. Ich laufe gerne im Kreis herum. Um die Gegner zu pullen. Ich hoffe, euch wird nicht schwindelig dabei. Aber wir haben das gleich geschafft. Ui, zwei Skeletons. Oh je, ein Gitarrt. Ah ja. Aber Vivi kann sie mit Eisra wegpusten. Herzlich willkommen zurück. Da hat sich das Spiel einfach mal komplett ausgeschalten. Ja, ich habe jetzt... Keine Ahnung, levelmäßig sind wir jetzt ein bisschen zurückgefallen, also Gegner besiegt halt. Und ich würde sagen, 3 Minuten haben wir noch. Wir machen jetzt noch schnell 1-2 Kämpfe und dann lassen wir es gut sein für heute. Momentan war aus. Die 2 Skeletons waren zu viel für unsere Verbündeten hier. Aber da wir jetzt ja wissen, dass dieser große Echsenhaini und der Geist nichts für uns haben, also für unseren Quina nichts haben, werden wir das jetzt einfach gnadenlos alles umhauen. So. Hey, du spinnst ja wohl. Und einmal Eisra. Ein schöner Gletscherstock. Schön blau, schön verziert. Boah, ey, das schaut echt toll aus. Und Vivilein. Ha. Ja! Quatsch! Und das war's für den Kerl. Jawohl! Bravo, bravo! Gut gemacht! So, jawohl! Her mit die Pünktchen. Jupp, da haben wir ein bisschen was verloren. Eine Phönixfeder dafür bekommen und ein bisschen Gil. Gil, Gil, Gil. Und ihr merkt schon, ne? Bumerkia. Da hat ja Stilskin immer gesagt, es regnet fürchterlichst. Es fängt schon hier an. Es regnet dort wirklich immer. Also, keine Ahnung. Da ist immer nur nass. Na los, du Kerl. Quini. Attacke. Der hat ebenfalls keine Attacke für uns. Somit können wir gleich besiegen. Unser lieber Quini nimmt das gerne in seinen Magiestab auf, an, durchführen, machen und so weiter. Ja, genau. Wollte ich sagen, nimmt das gerne in die Hand. So. Jawohl. Und Pachanga. Aus ist mit mir, wisst ihr. Bravo, bravo, bravo. Gut gemacht. Yeah, yeah, yeah. Super, jawohl, da haben wir wieder das Auge auf. Genau, dann schauen wir noch ganz fix. Titane. Anlegen. Und zwar neue Waffe. Wir nehmen jetzt den Organik. Der lernt der Schwertseele. Supi, supi. Kristall im Reif haben wir geschaut, haben wir auch geschaut. Da ist dabei auch nichts. Müsste so passen. Müsste so passen.
Gut, dann lauf nochmal im Kreis. Ein Kampf geht sich noch aus. Mit ein bisschen Überlänge jetzt zwar, aber wurscht. Ein paar Sekündchen oder vielleicht eine Minute. Ist hoffentlich verschmerzbar. Bam, bam. Eine schöne Waffe auch, der Organik. So, Attacke. Attacke. Jawohl, hin ist er. So, und unser lieber Vivi mit Eisra. Oh ja. Dann werden wir zum Abschluss auch noch schnell uns in das Zelt begeben, würde ich mal meinen. Wir haben eh so viele Zelte, können wir speichern. Jawohl, Tschüssikowski. Super. Perfekt. Noch eine Phönixfeder und ein bisschen Gills. Supi-supi. Dann rufen wir gleich unseren lieben Mogli mit der B-Taste. Hallo. Bitte zuerst einmal zelten. Einmal ausruhen bitte. Jawohl. Und dann bitte noch speichern. Ja, das wäre sehr nett. Perfekt. Supi, das wär's, lieber Mogu. Moguo. Perfekt. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir dann nach Bumerkia gehen. Tschüssi.